Wilke. Nein! 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 Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Warzone Solo heute. Ich dachte mir, ich probiere den Modus auch mal aus. Sven und ich haben noch eine Challenge dazu aufgenommen. Also werden eine Challenge aufnehmen. Und die wird für euch dann etwas später noch kommen. Ich wollte mir aber auf jeden Fall schon mal den Unterschied, quasi also vom Spielgefühl her, einmal zumindest mal angucken. Mein Sven hat ja auch die Möglichkeit, wenn er wollen würde. Deswegen, ich nutze das halt auf jeden Fall aus. Schauen wir mal, wie wir uns heute anstellen. Dein Primärziel ist, dass sie alle zu töten. Okay, da hinten will er spawnen. Rejoinen sagen. Na, ist klar, reicht schon. Hab ich nicht gerade gesehen? Bin ich doof? War kurz minimal abgelenkt gerade. Fuck. Oh, wichtig. Ein schönes Scar. Genau, das Auto nehmen wir auch mal mit. Und wir noch zur Promenade kommen. Ist ja auch in der Zone. Von daher ist das okay. Hab ich Muni. Für so Zweitwaffe. MP7 will ich eher ungern. Da ist noch eine Kiste. Herzschlagsensor ist schon mal wichtig. Gut, dass wir den jetzt haben. Können wir uns auf jeden Fall gönnen. Vorratskiste gefunden, Position sichern. Plünderungsauftrag. Schauen wir, denke ich mal. Strategie finde ich zum Beispiel auch ganz gut. Die habe ich auch gesehen von einigen. Der Fahrrad startet einen Punkt zu markieren. Einfach direkt so ein Plünderungssymbol markieren, bevor sie überhaupt landen. Und das dann als Symbol dann nehmen. Damit sie auf jeden Fall wissen, okay. Da will ich hin, damit ich den guten Loot direkt kriege. Finde ich gar nicht so verkehrt. Ziele aktualisiert. Weiter zum nächsten Standort. Verlasst. Danke, Sir. Wo ist sie doch? Irgendwo muss da einer sein, ne? War ja offensichtlich. Ziele aktualisiert. Weiter zum nächsten Standort. Ja, nehmen wir. Aber hier schon auf dem Dach umkämpfen? Ah, okay. Muss er ja Bild weiter machen. Ja. Da müssen wir erstmal hin, damit das alles nicht. Könnte natürlich jetzt gefährlich werden. Gehen wir jetzt mal weiter. Und stressig haben wir es ja nicht. Aber besser zu erster sein als zuletzt. Drohne. Wird natürlich auch wichtig sein, die Drohne für unser Verhalten im da über mir. Okay. Der kämpft auch noch. Also wir warten kurz, Leute. Nice. Hat geklappt. Kommt noch einer. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Sag doch! Kacke, der war noch da. Puh. Ist okay, danke Leute. Ah, da ist auch einer. Das Gas breitet sich aus. Warte, hab ich noch gesehen. Oh, kack mich an. Oh, kack mich an. Hab den nur oh gemacht gerade, das war echt belastend. Hab ich echt nicht drüber nachgedacht. Scheiße. Da war ein. Fuck mich, Alter. Scheiße!
Oh cool, da gibt's ja auch noch. Nice. Ah, fuck. Ah, da hab ich geschlafen. Mann, ey. Sorry, Leute. Da hab ich gepennt. Wir haben noch eine Chance. Gucken wir mal. Boah, fuck. Oh, komm, eine Runde machen wir noch, Leute. Bis sofort. So, Leute, Runde 2. Ihr seht, die Map ist heute gut drauf. Ich würde gerne irgendwo einen Heli schnappen. Versuchen zu schnappen. Und dann wegzukommen. Den Heli nehme ich. Und dann fliege ich erstmal Richtung Farmland, glaube ich. Aber erstmal einen Heli schnappen. Damit wir da überhaupt hinkommen. So. Und den hier noch. Genau. Dann wollen wir mal. Farmland, willkommen. Komm, Helikin. Ich hab mich verdrückt! Boah! Oh! Gott sei Dank! Nein, da doch nicht hin! So beschissen kann man spawnen. Alles klar. Farmland wird wohl nicht mehr, aber wir versuchen unser Bestes, wie möglichst östlich noch hinzukommen. Schauen wir mal, was geht. So, den euch bin nur zu gut. Da waren wir auch ein, zwei Mal. Gucken wir aber mal, was da noch aus Gescheites zu machen. Alter, wie kann man nur so failen? Das ist schon belastend hier alles. Selbst Wiederbelebung können wir sowieso. Ich will da wenigstens von oben abspringen. Damit sich da wenigstens nicht hier den Sand setzt. Voll, wir muss jetzt auch. Da ist Geronimo, sobald ich oben bin. Lassen wir nicht so enden, noch eine Runde. Runde 3, Leute. Jetzt muss das laufen. Jetzt muss das laufen. Alter. Also Runde 2 war ja komplett kacke. Also es kann wenigstens nicht mehr schlimmer werden. Das ist immer das Positive daran. Aber erstmal außerhalb der Safe Zone landen. Ist ja erstmal okay. Vielleicht wollen wir gehen auch weniger zu mir. Machen wir doch erst so, wie ich in der ersten Runde gesagt habe. Ein bisschen Skill. Ich kaufe mal eine Granate und einen Raketenwerfer. Das ist doch. Was willst du mehr? Ich bin irgendwie auf so einen Scheiße drauf. Rüber. Drauf. Wie auch immer. Okay. Ein Schirmapp. Das ist okay. Das ist auch okay. Ich nehme lieber Molly erstmal. Keine Muni. Noch mal so ein scheiß Dachding. What the fuck? Ziele aktualisiert. Weiter zum nächsten. Hat sich nicht gelohnt. Fordere Aufklärungsüberflug an. Drohne erreicht das Gebiet. Das wollte ich nicht. Kacke. Primärziel abgeschlossen. Alle Vorratskisten. Das ist geil. Achtung, Drohnen ja, knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Wo war der? Da ungefähr. Versuchen wir mal. Ich nehme das Auto. Ich nehm nix. Er hat mich. Fick dich. Oh, fick dich.
Fick dich, sag ich doch. Ein bisschen besser. Okay, wir nehmen das Auto. Versuch Nummer 2. Und Drohne. Da muss ich hin. Okay. Okay, nochmal so ein Ding. Und nochmal Ersatz ziehen. Alles ziemlich wichtig. Fordere Aufklärungsüberflug an! Drohne erreicht Einsatzgebiet. Okay. Probieren wir es. Da oben. Klar, falls ihr was braucht. 500 Meter ist das nächste. Fucking hell! Oh scheiße, ich hab was... Allein das ist nicht mein Ding, ich merk das. Fuck! Ich bin am Mausrad dran gekommen. Ich hab mich damit gerechnet, dass er schon unten war. Ich dachte, er wäre noch oben, wo irgendwie der Treppen runter. So eine Scheiße! Das ist doch belastend. Okay. Pistol Action. Schalte sie aus oder nimm das Ziel ein. Scheiße! Oh! Ist das eine Rotze? Ladies and Gentlemen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich werde mich hoffentlich in der Challenge besser schlagen. Haut rein, ciao.